herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Nachspielzeit, dem Leipziger Fußball-Talk und aus dem Champions, wie Sie wissen, hier in unserer Heimat. Wir reden immer gerne mit verschiedenen Gästen über die schönste Nebensache der Welt, den Fußball. Und heute habe ich mir natürlich auch wieder jemanden eingeladen, und zwar mein erster Gast. Er ist noch in Karl-Marx-Stadt geboren. Dann hat er auch für den Chemnitzer FC viele Jugend- und Herrenjahre verbracht. Hat dann eben auch als klassischer Mittelstürmer das eine oder andere wichtige Tor geschossen und nicht zuletzt auch für Lok Leipzig, denn für die spielt er seit 2012. Schön, dass er es geschafft hat. Herzlich willkommen, Steve Rolleder. Hallo. Mein zweiter Gast, der hat auch viel mit Fußball zu tun, aber eher im organisatorischen Bereich, denn er ist Vizepräsident des Sächsischen Fußballverbandes. Er ist stellvertretender Vorsitzender und Richter des DFB-Sportgerichts. Und was da alles zu tun ist, das wird uns bestimmt heute alles erzählen. Herzlich willkommen, Stefan Oberholz. Danke. Hallo. Und endlich ist er wieder da, unser MDR-Experte. Über den brauche ich nicht viel zu erzählen, den kennen Sie alle schon. Hallo, Christian Kerber. Hallo. Hallo. Christian, wir haben ja in der Vergangenheit jetzt, du warst beim letzten Mal, konntest du nicht, du warst da viel unterwegs, haben wir viele Zuschriften bekommen. Was hast du denn da so gemacht? Was war denn so das Interessanteste? Na, ich war mal tatsächlich ein paar Mal vor Ort bei diversen Fußballspielen. Gladbach gegen Stuttgart, Bundesliga, Homburg gegen Gladbach. 60 München war ich auch gewesen, als sie gegen RB gespielt hatten. Auch hier in Leipzig gegen Aue, das Derby. Also ich habe mal wieder so ein paar Fußballspiele genossen vor Ort. Kommt ja auch nicht so oft vor. Ja, ist richtig, ja. Also du musst ja natürlich auch mal dabei arbeiten, das ist klar. Steve, was war so jetzt für dich so das Interessanteste für dich die letzten Wochen, gerade so seit Saisonbeginn? Für uns als Mannschaft? Für dich persönlich? Ja, für uns oder für mich persönlich ist natürlich, sage ich mal, wichtig, dass die Ergebnisse gestimmt haben oder im größten Teil ist, dass wir gut aus den Startlöchern gekommen sind, weil natürlich die Erwartungshaltung relativ groß ist. Jetzt haben wir die letzten Spiele alle gewonnen und sind auf einem guten Weg und das war, denke ich, wichtig für den Verein. Mhm. Herr Oberholz, welche Entscheidung war für Sie ab der Saison so die wichtigste oder die entscheidendste? Sie müssen ja die ein oder andere Entscheidung treffen. Ja, wichtige Entscheidungen waren da noch nicht dabei, jetzt seit Beginn der neuen Saison, was mich natürlich sehr freut, weil gerade auch Dynamo Dresden, dritte Liga, da ist also bislang nichts passiert und das freut mich dann am allermeisten, ja klar. Mhm. Aber ich will gleich vielleicht auch so zum Anfang, es gab ja so eine wichtige Entscheidung, das ist gut, dass du heute da bist, auch so eine Entscheidung, da ging es um das Pokal aus für Lok Leipzig, mussten Sie da auch eine Entscheidung treffen? Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe, weil ich im Sächsischen Fußballverband bin ich ja Vizepräsident für Recht und Satzungsfragen, habe also mit der Sportgerichtsbarkeit nichts direkt zu tun. Also die Sportrichter sind da andere, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich bin nur für die Weiterbildung und quasi für die, sagen wir mal so ein bisschen, die Obhut über diese Sportgerichtsbarkeit zuständig, aber selber nicht. Aber was haben Sie so mitbekommen für dieses ganze Thema? Da gab es ja auch so ein bisschen Diskussionen darüber. Haben Sie da was mitbekommen? Ja gut, ich bin ja insoweit involviert, als dass ich dann den Standpunkt des Verbandes in solchen Sportgerichtsverfahren halt zu vertreten habe und insoweit war ich natürlich auch dort involviert, ist klar. Mhm. Steve, wie hast du das erlebt? Ich meine, du bist ja sozusagen der Leidtragende. Was hast du dir gedacht, als dann hieß, du bist eingesetzt worden und warst nicht spielberechtigt? Ja, ich war natürlich überrascht, ne? Weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich hatte erstens nicht dran gedacht oder mich damit beschäftigt. Und zum anderen hatte ich auch damals gedacht, dass ich da nur ein Spiel Sperre bekommen habe. Ja, dann hat halt Montag das Telefon geklingelt, wo ich erfahren habe, dass es wahrscheinlich nicht so war. Ja, dann hat man natürlich erstmal ein bisschen doof aus der Wäsche geschaut, ne? Mhm. Ja. Hast du dich vorher damit beschäftigt, vor dem Pokalspiel und hast gesagt, okay, ich bin frei oder denkt man da gar nicht dran? Also wenn ich ehrlich bin, denke ich selber nicht daran, weil das Spiel war schon ein Jahr her. Ja, im September irgendwann, ja. Oder im September und es ist genauso, man weiß halt nie ganz genau, genauso mit gelben Karten. Habe ich jetzt 4 gelbe Karten, habe ich 5, kann ich spielen? Und deswegen wusste ich es nicht und war dann auch ein bisschen überrascht, dass das dann halt so gewesen ist. Was hat die Mannschaft so darüber gesagt? Klar waren die enttäuscht, aber ich meine jetzt gar nicht, haben die Unterstützung gegeben und haben das da gesagt, okay, kann ja passieren? Naja, keine Frage. Ne? Also
ich sag mal so, Fehler passieren immer im Fußball. Ja. Wer da jetzt im Endeffekt dran schuld war oder was da nun rechtens ist oder auch nicht, wurde auch viel diskutiert. Im Endeffekt muss man jetzt ganz einfach sagen, das ist jetzt schon, keine Ahnung, 4-5 Wochen her. Und man sollte dann auch irgendwann mal mit der Diskussion aufhören. Ne? Es gibt ja dann viele kluge Leute, die sich dann zu Wort gemeldet haben. Ne? Das ist, hat mich dann auch ein bisschen geärgert, dass dann auch Fans etc. dabei waren, die bei dem Pokalspiel auch dabei waren, wo ich die rote Karte bekommen habe. Da waren, glaube ich, auch 2000 Zuschauer da. Und von denen wusste es aber auch keiner. Aber dann im Nachhinein einfach sagen, das muss er doch wissen und der muss das wissen, ist mir ein bisschen einfach. Das ist nun mal passiert. Ja, jetzt sind wir halt raus und können uns auf die Liga konzentrieren und damit ist das Thema aber auch schon lange eigentlich abgehakt worden. Ich habe aber auch viel Trost von den Fans gesehen. Es gab ja viele Sachen, die eben geschrieben haben, ja, das kann man halt nicht ändern. Da wird dann eher mehr so auf den Verein geschimpft, aber was ich gar nicht so verstehe, denn es gibt ja, und da frage ich Sie, Herr Oberholz, es gibt ja normalerweise für den normalen Spielbetrieb gibt es ja dieses Intranet. Ne? Dann gehe ich ja dorthin, trage dort meine Spieler ein oder wenn ich hier meine Spielerliste ausdrucke, dann gucke ich, ob jemand gesperrt ist oder nicht. Ist das für den Pokal nicht auch möglich? Ja doch, was ich nur eben sagen wollte, ich bin ja auch Leipziger und mich hat natürlich diese Geschichte mit dem Pokalspiel ja auch maßlos enttäuscht. Ist ja klar, ich meine, wie gesagt, ich als Leipziger bin ich natürlich ein Leipziger Verein, stehe ich auch sehr nah. Und im Übrigen ist natürlich auch dieser Landespokal für uns, für den Sächsischen Fußballverband, schon ein recht wichtiger Wettbewerb. Und wenn er natürlich so ein Zug fährt, wie Lok jetzt wegen so einer unglücklichen Geschichte ausscheidet, ist natürlich schon durchaus eher schlecht, ja, übel. Aber jetzt wurscht, und natürlich haben wir im DFB-Net, sind natürlich die Sperren in der Regel hinterlegt. Das wird aber noch nicht, weil das ein relativ neues System noch ist, wo halt denn die Sperrstrafen der Spieler hinterlegt sind, das wird noch nicht in Toto umgesetzt. Über Meisterschaftsspiele hinaus ist es teilweise so, dass das diese Einpflegung dieser Daten, dieser Sperrstrafen und dergleichen ins DFB-Net noch nicht so umgesetzt wird, wie wir uns das alle vorstellen. Ja, da kann mal passieren, dass mal eine Sperre nicht eingepflegt ist. Mhm. Aber es wäre ja grundsätzlich möglich, das irgendwie mit dem kleinen Klick oder so anzufügen. Also es gab ja auch viele Stimmen, die gesagt haben, Mensch, warum haben die da nicht einfach so eine Leiste drin, wo der Pokal steht? Wenn ich Christian, wie ist es bei oberen Ligen, zweite Liga, erste Liga? Würde mich nämlich jetzt auch mal interessieren. Also wenn jetzt sozusagen ein Verein das nicht mitbekommt, dass der Spieler die fünfte gelbe Karte bekommen hat, wie kriegt der Verein das dann vorher mit? Oder könnte das auch passieren, dass da ein Spieler aufläuft und das Spiel dann mit 0-2 gewertet wird? Wahrscheinlich nicht. Ja, das kann durchaus passieren. Also erstmal, der Erste, der es mitbekommen sollte, ist der Spieler bzw. der Verein, der selber wissen muss. Und in der Regel ist es so, im deutschen Sportrecht trägt der Verein zunächst mal die Rechtsfolgen für Einsätze seiner Spieler. Also ob der Spieler spielberechtigt ist oder nicht, das ist zunächst mal Sache des Vereins. Und diese Eintragung in der EDV, im DFB, das ist ja ein technisches Hilfsmittel, was letztendlich aber den Verein von seiner Verantwortlichkeit für Spieleinsätze ja nicht entpflichten kann, nicht entbinden kann. Also da ist es in gewissen Ligen ist es schon mal so, dass irgendwas nicht eingetragen wird, dass technische Fehler geschehen, ja, dass irgendwelche Sachen eingetragen werden, aber die fallen dann raus. Technische Mängel gibt es nun mal überall. Und deswegen bleibt es grundsätzlich immer bei der Haftung, bei der Eigenverantwortlichkeit des Vereins. Da kann ich sagen, weil das jetzt nicht drin stand, also eine Sperre, war der Spieler spielberechtigt. Das geht halt nicht. Wenn jetzt der Trainer, das passiert ja relativ kurzfristig, eine Aufstellung macht, das ist ja dann oft erst so eine Stunde vor dem Spiel, wird das irgendwie dann nochmal per EDV abgeglichen? Oder ist das dann nur dieser Spielberichtsbogen, der dann eingetragen wird und der dann sozusagen auch den Medien zur Verfügung gestellt wird? Der ist ja dann sozusagen, das ist ja dann die Aufstellung, könnte das an der Stelle dann passieren oder wird das irgendwie nochmal abgeglichen dann vom Schiedsrichter? Ist das die Aufgabe des Schiedsrichters? Nein. Okay. Das ist ausschließlich Sache des Vereins. Okay. Ich habe irgendwie gehört, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja selber nicht dort, aber ich habe irgendwie gehört, es war auch jemand vom Sächsischen Fußballverband da, Beobachter wie auch immer, hätte der nicht unter Umständen da eingreifen können und sagen können, Achtung? Ja, der Spielbeobachter hat ja mit der Prüfung oder mit der Kenntnis der Spielberechtigung in der Regel nichts zu tun. Das sind ja völlig verschiedene Funktionsämter, die da ausgeübt werden. Also das heißt, ein Funktionsträger im Sächsischen Fußballverband weiß ja nicht über alle anderen Bereiche des Verbandes auch Bescheid. Mhm. In dem Fall war es so, dass der halt von der Sperre nichts wusste. Also in jedem Fall ist es natürlich wirklich ein Schaden. Es kostet auch ganz viel Geld eigentlich, oder Christian? Ja, also was ich jetzt gehört habe, ist, dass Lok da keine Gelder im Etat eingeplant hat, sodass sozusagen das mit dem Schaden, so richtig Schaden, vielleicht könnte man so ein bisschen von Image-Schaden sprechen, aber jetzt sozusagen, dass da jetzt Gelder verloren gegangen sind oder so,
wenn du natürlich jetzt sagst, okay, du empfängst vielleicht mal Chemnitz mit 4.000 Zuschauern und ja, schön, kommst dann sozusagen 2.000 davon, dann ist es sozusagen ein Heimspiel, was man dann zusätzlich hat in der Saison. Diese Einnahmen fehlen dann, aber ich weiß jetzt nicht. Aber es kann ja auch sein, ich fahre nach Chemnitz, ich fahre nach Markranstädt und fahre dann nach Görlitz oder irgendwo hin und falle dann raus und dann habe ich vielleicht noch mehr Kosten. Da hast du mehr Kosten. Deswegen brauchen wir jetzt über die Diskussion jetzt Geld und Einnahmen. Klar, es ist dann schön, wenn du vielleicht zu Hause gegen Dresden oder gegen Chemnitz spielst, aber das sind alles so eine Diskussion. Ja, es ist nun mal so gekommen und deswegen braucht man dann nicht diskutieren, was wäre wenn gewesen und dann hätten wir gegen Chemnitz gewonnen, dann hätten wir gegen Dresden gewonnen und dann wären wir noch im DFB-Pokal. Das sind klar alles Illusionen. Das ist auch alles schön, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, aber ist nun mal nicht so und deswegen. So spielt jetzt LVB gegen SSV Markranstädt. Ich denke mal, für die ist das eine schöne Aktion, weil die sind ja schon weitergekommen in der nächsten Runde. Stehen also quasi jetzt im Achtelfinale gegen Markranstädt und das schauen wir uns natürlich an. Aber du hast vollkommen recht, der Pokal ist vorbei und es wurde natürlich auch schon wieder Fußball gespielt und da hatte Lok Leipzig einen Gast zu Hause und konnte hier das Spiel für sich entscheiden. Schauen Sie mal. Freitagabend, ein Flutlichtspiel unter herbstlichen Bedingungen. Der fünfte Spieltag in der Oberliga Süd. Der erste Bezirk Leipzig empfängt TV Askania Bernburg, die eine halbe Stunde zu spät kamen, da sie im Stau steckten. Die Loksche mit folgender Aufstellung im Tor: Lattentressel-Wesk, Scheibe, Krug, Trojan, Kitz, Zielinski, Langner, Marzullo, Hofmann, Paslinski und Ventschuch. 18:30 pfiff dann Schiedsrichter Felix Burkhardt aus Premnitz die Partie an und diese entwickelte sich von der ersten Minute an zu einem Spiel in eine Richtung. Sechste Minute, Armin Kills aus 20 Metern, erste Chance für den ersten Zillow Leipzig. Zehnte Minute, Zielinski, Freistoß, Paslinski und da hatte Baldorf der Torwart der Bernburger Glück. Weiter geht's. 17. Minute, Zielinski knapp übers Tor. 24. Minute, Bernburg im Angriff. 10 Meter Entfernung, Wegener schießt aufs Tor. Lattentressel das hält und anschließend Handspiel und damit die Aktion unterbrochen. 26. Minute, Torwart Baldorf aus Bernburg lädt den Linienrichter zum Mitspielen ein. Kuriose Aktion kurz vor der Halbzeit. Dann war Halbzeit. 2237 Zuschauer sahen dieses Spiel, damit 10 mehr als beim letzten Spiel. Weiter geht's. Zielinski, der 49. zu Langner und der verpasst auch jetzt hier knapp das Tor. Mittlerweile das Spiel nur noch auf ein Tor. Dann die 50. Minute Foul und somit Freistoß. Paslinski. Zielinski einmal, zweimal und der Ball immer noch nicht drin. Foul an Hofmann in der 58. Wieder Freistoß für die Blau-Gelben. Diesmal führt Ventschuch aus, spielt den Ball wieder auf Zielinski. Der kommt von der rechten Seite, schießt und diesmal kann Baldorf im Tor der Bernburger parieren. Dann Ventschuch auf Langner, der verpasst knapp das Tor. Und dann die 70. Minute. Zielinski bekommt den Ball, schaut nach rechts, sieht dort Marzullo. Marzullo aus 12 Metern und 1:0 für den ersten FC Lok Leipzig nach 70 Minuten. Und damit war der erste FC Lok zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenführer in der Oberliga Süd. Hier nochmal das Tor. Zielinski, Marzullo. Und die Feierlichkeiten in Bruno konnten ihren Lauf nehmen. In der 77. Minute dann der Handball unter den Fußballern. Kills aus 22 Metern ganz knapp übers Tor. Marzullo bittet in der 78. Torwart Baldorf zum Tänzen. Der wiederum kann sich gerade noch so mit dem Kopfball aus dieser Nummer befreien. 79. Minute Wechsel beim 1. FC Lok Leipzig. Träger kommt für Ventschuch. Ganz großes Spiel gemacht. In der 81. dann Trojan. Pass auf den eingewechselten Träger und der aus 22 Metern trocken, humorlos, einfach mal drauf. Und hier hat die Physik ein Einsehen mit den Bernburgern und der Ball geht nicht ins Tor. 87. Minute, der eingewechselte Krause knapp vorbei am Tor.
Das Spiel hat viel Kraft gekostet auf dem Boden und bei diesem Tempo das ewige Anrennen aufs Tor der Bernburger. Und somit war das dann die letzte Chance. Der Schiedsrichter pfiff nach 93 Minuten das Spiel ab. 1:0 gewonnen, 3 Punkte geholt, 5 Spiele in der laufenden Saison ungeschlagen, 13 Pflichtspiele in Folge ungeschlagen. Und das lässt doch jeden, der Blau-Gelb im Herzen trägt, frohen Mutes in die Zukunft schauen. Die Jungs arbeiten durch die Woche, sind topfit und haben Spaß am Fußball. Aber ich wünsche mir auch bestimmt auch in euren Namen, dass man vielleicht eher mal ein Tor schießt, dass man vielleicht mal in Ruhe mal 90 Minuten zugucken kann, weil das nervt schon. Lokrufradio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live. Nochmal vielen Dank an die Kollegen von Lokruf, die uns den Bericht hier zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank dafür. 1:0 Lok Leipzig gegen Bernburg. Hast du es so erwartet? War ja ein bisschen schwieriges Spiel. Also erwartet, dass wir gewinnen, habe ich natürlich. Ich hätte mir da natürlich auch gewünscht, dass wir es vielleicht ein bisschen deutlicher gestalten, das Spiel. Aber es ist nun mal so in der Liga. Wir sind der klare Favorit und spielen relativ oft gegen Gegner, die halt, oder denen halt schon reicht, einen Punkt mitzunehmen. Das hat man halt gegen Bernburg gesehen. Ich glaube, die wollten selber gar kein Tor schießen. Und dann mussten natürlich erst mal eins gegen die machen. Das ist uns dann zum Glück in der zweiten Halbzeit auch durch einen individuellen Fehler von denen dann halt gelungen. Und so haben wir zum Glück 1:0 gewonnen, aber wenn man sich die Chancen anschaut, dann hätten es auch 2 oder 3 sein müssen eigentlich. Ja, aber auch für Bernburg, die hatten gerade in der ersten Halbzeit auch mal das eine, so eine 100, fast 100-prozentige, die dann an die Hand ging. Ich habe auch nicht von vielen Fans drumherum, wir waren ja auch vor Ort, wir haben es uns ja angeschaut, nicht viele gehört, die gesagt haben, ja, 3-4-0. Und dann hat man schon gedacht, uiuiui, hat deine Mannschaft das auch so erwartet, dass die da hoch gewinnen? Nein, wir wissen natürlich, wie schwierig das halt ist. Ne? Das haben wir halt auch gegen Jena in dem Spiel zuvor auch gesehen. Da kann es halt auch mal sein, der Gegner schießt halt auch mal ein Tor, so ist es gegen Jena gewesen und dann rennst du halt, keine Ahnung, 80 Minuten hinterher und dann wird es noch schwieriger. Ne? Deswegen war es schon schwierig, es war ein hartes Stück Arbeit, aber man hat auch gesehen, dass die Mannschaft gut drauf ist, zumindest konditionell, was das angeht, dass Bernburg, glaube ich, dann ab 60 Minuten, die waren einfach platt. Und dann passieren ganz einfach auch so eine individuellen Fehler. Ja, und dann kommen wir auch zu Torchancen und machen dann natürlich dann auch zum Glück bislang auch die Tore dann, dass wir noch gewinnen. Zu Beginn 2 Unentschieden, dann jetzt 3 Siege. Wie ist die Stimmung jetzt in der Mannschaft? Du warst beim Training heute. Ja klar, es wird natürlich von Mal zu Mal besser. Ne? Die Siege geben einem natürlich auch Sicherheit. Ich glaube auch, es sieht spielerisch schon ein klein wenig besser aus als noch in den ersten beiden Spielen. Deswegen machen wir da auch einen Schritt nach vorne und sind auf einem guten Weg, dass wir dann unser Ziel dann auch erreichen. Hast du ein paar Statistiken dabei, Christian? Ja, die auffälligste Statistik ist ja so die Torbilanz, die Tordifferenz 4:1. Da könnte man jetzt sagen, da fehlt ein Stürmer gerade. Aber der Satz heißt ja nun mal so schön, mit einer starken Abwehr gewinnst du Meisterschaften. Das ist ja in diesem Jahr auch das Ziel zunächst mal und da ist man auf einem guten Weg. Ich glaube auch, dass die Gesamttendenz einfach stimmt unter dem Trainer Heiko Scholz. Also Es ist natürlich auch immer einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt nur 4 Tore geschossen, die Stürmer sind dran schuld. Na, wir sind als Mannschaft auch ein Kollektiv. Da geht es hinten in der Abwehr los und auch übers Mittelfeld dann zum Sturm. Und in unseren Spielen muss man ganz einfach sagen, dass uns anfangs noch relativ oft die Mittel oder die Ideen gefehlt haben. Wir haben noch zu viel nach hinten gespielt, wir haben noch zu viel quer gespielt, haben zu viele Ballkontakte gebraucht und haben uns deswegen auch ganz einfach in den ganzen Spielen zu wenig Torchancen erarbeitet. Das ist jetzt schon besser geworden. Deswegen sind aber alle dran verantwortlich und jetzt nicht nur der Stürmer. Und da kommen dann auch noch Standards dazu. Die waren am Anfang auch nicht so gut. Jetzt haben wir auch im letzten Spiel gesehen, da haben wir uns auch schon ein bisschen was einfallen lassen. Das wird auch alles besser. Und so sind wir auf einem guten Weg und da ist mir eigentlich nicht bange. Wie sehr juckt es denn in den Füßen, da selbst an der starken Offensive oder an der neuen Stärke der Offensive da dran beteiligt zu sein? Ja, ich bin Teil der Mannschaft und wenn ich jetzt, sage ich mal, nichts mit meinem Knie jetzt hätte, dann würde ich natürlich auch spielen und bin natürlich auch dran beteiligt. Ja. So bin ich halt
jetzt auf der Tribüne gewesen, aber bin halt trotzdem nah an den Jungs dran und gehöre genauso mit dazu, genauso wie die Jungs, die draußen sind. Also wir sind ja nicht nur 11, sind alle wichtig. Das haben wir jetzt auch im letzten Spiel gesehen. Da kommen halt auch die Jungs rein und machen richtig gute Spiele. Deswegen ist der Konkurrenzdruck auch relativ groß. Ja, und deswegen macht es auch Spaß, da mit dabei zu sein. Egal, ja, ob auf dem Platz oder auf der Tribüne oder... Herr Oberholz, haben Sie das jetzt so miterlebt? Waren Sie jetzt schon mal zu einem Spiel jetzt in der Saison bei Lok? Bei Lok diese Saison noch nicht, nee. Mhm. Aber bekommen Sie das so mit, so die Stimmung, so diese Aufbruchstimmung? Ist ja, Liebe kennt keine Liga, gibt es ja den tollen Spruch bei Lok. Ja klar, bekomme ich das mit. Wie gesagt, ich bin ja auch aus Leipzig selber und da kriegt man schon mit, was bei Lok passiert. Zumal der Verein mir auch sehr nahe geht. Ja, ist schon wichtig, was dieser Verein hier macht. Also sind Sie dann auch so ein kleiner Lok-Fan, oder? Ja, Lok-Fan kann man ja nicht sagen, das ist ein bisschen schwierig für mich. Ich bin ja auch als Vorsitzender des Sportgerichtes des NOFV für diese Liga zuständig und auch für den Verein Lokomotive Leipzig zuständig. Und da, wenn ich mich jetzt hier oute als Lok-Fan, kann ich das nächste Urteil nicht mehr unabhängig und unbefangen aussprechen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen, nein, das ist halt ein Verein, einer der Leipziger Vereine, die mir sehr nahe stehen und sehr auch wichtig sind, was die machen. Ja. Mhm. Steve, du hast gerade angesprochen, du bist verletzt, du hast Knieprobleme, bist auch beim... so wie es die Bild-Zeitung getitelt hat, beim Guru Dr. Thomas Bartels in Halle. Was ist es denn genau? Also was es ganz genau ist, ich habe natürlich wieder mit meinem Meniskus da ein bisschen Probleme. Ja, wie schlimm das jetzt ist, kann man nicht ganz genau sagen, weil es ist ja schon ein bisschen was passiert über die Jahre. Ne? Also ja, muss man halt erstmal schauen. Ich probiere es erstmal konservativ zu behandeln. Und ja, wenn das nicht geht, dann müssen wir mal weiterschauen. Mhm, du hast ja immer mal so Problematiken gehabt, so ein bisschen Problemchen. Ne? Hat auch mal dein Trainer gesagt, Heiko Scholz, immer mal ein bisschen verletzt. Schade eigentlich. Und da bekommen natürlich jetzt Matsulo und Langner jetzt so ein bisschen mehr die Möglichkeiten zu spielen. Sind das gute Sturmpartner für dich auch? Also ist das ein gutes Trio? Kantner ist ja gegangen nach Zwickau. Das merkt, also ist mein Gefühl so ein bisschen, der fehlt so ein bisschen. Aber ist das halt ein gutes Trio, so ein magisches Dreieck? Ja, ein magisches Dreieck nicht, weil wir zu dritt zusammen noch nicht gespielt haben oder selten zusammen gespielt haben. Ja, aber wir stehen uns natürlich untereinander und ja, entweder spiele ich mit Gianluca zusammen, Gianluca jetzt mit Alex. Ja, da gibt es keine Probleme. Also da haben wir jetzt keine Anpassungsschwierigkeiten, denke ich. Wir sind ja ein bisschen jünger, ne? Und es gibt ja immer die Diskussion, die haben wir schon das eine oder andere auch mal gehabt, aber es gibt ja immer die Diskussion, Mensch, man ist alt und ein älterer Spieler und braucht man nur junge Spieler. Wir haben aber mal Fans befragt, was sie denn von Steve Rolleder halten. Was hältst du von Steve Rolleder? Ja, ich finde ihn cool. Einfach nur super. Also ich finde, dass Steve Rolleder kämpferisch für die Mannschaft ein großes Vorbild ist. Ein Stürmer? Der, denke ich, immer alles gibt. Er setzt sich immer kämpferisch vorne ein, ist für die Mannschaft immer dienlich und ist sehr kopfballstark und verteidigt gut die Bälle vorne. Schade, dass er jetzt verletzt ist. Für mich ist er eigentlich immer ein Mann, der spielen sollte. Ist ein erfahrener Mann, der Mannschaft sehr viel Erfahrung bringt. Ich hoffe, dass er recht bald genesen wird. Der Rolle ist ein absoluter Vollprofi. Na, der hat immer wieder auch Verletzungssorgen gehabt, kämpft sich immer wieder ran, macht vieles für seinen Körper, trotz den schweren Beruf, den er hat. Umsonst ist er auch nie bei mir im Mannschaftsrat, weil das ist auch die rechte Hand auf dem Spielfeld von mir. Weil ich bin froh, dass er hier geblieben ist. Ich finde Steve Rolleder gut. Wir können nochmal applaudieren. Am Ende war dann der letzte Satz, ich finde Steve Rolleder gut. Wie fühlt man sich so, wenn man sowas hört von den Fans? Ist natürlich schon irgendwo schön, wenn man... da angenommen wird, ne, dass man da auch, sag ich mal, dass man das respektiert, was ich jetzt noch so mache und ist natürlich immer schön zu hören, wenn man ein Kompliment bekommt. Heiko Scholz hat ja auch gesagt, du hast so harte Arbeit, so schwere Arbeit, als wir ihn gefragt haben. Was machst du denn genau beruflich? Hauptberuflich bin ich Versicherungsmakler. Ne, man muss ja dazu sagen, ich habe ja eigentlich mit 23 Jahren schon meine Fußballkarriere an Nagel oder habe mit 23 Jahren aufgehört. Aha. Ne, aufgrund meiner Knieverletzungen und habe damals in Lübeck gespielt, hatte dann meine fünfte Knie-OP. Habe versucht, nochmal ranzukommen, aber ja, ich konnte eigentlich, für mich war dann klar, dass ich keine 10 Jahre mehr spielen kann.
auf so einem Niveau jeden Tag vielleicht zweimal trainieren und habe dann halt aufgehört. Habe mich der beruflichen Sache gewidmet, habe ein Studium gemacht, Finanzdienstleistungen. Und dass ich dann eigentlich nochmal Fußball gespielt habe, ist eigentlich ja nur ein Hobby gewesen. Ne? Ich habe damals, in Chemnitz kann ich halt noch viele, habe da in der zweiten Mannschaft ab und zu mal mittrainiert, aber nur als Spaß eigentlich, so ein, zwei Mal die Woche. Dann ging die Saison los und der Trainer Kai-Uwe Jentrosek hat mich damals gefragt, er sagt mal, wo ist eigentlich dein Pass und was machst du jetzt eigentlich? Ja, und habe ich gesagt, er ist halt noch in Lübeck und hat er gesagt, ja, wir haben jetzt keine Leute und wir haben am Wochenende Spiel und willst du mitfahren und willst du spielen? Und habe ich gesagt, ja, ich habe kein Problem damit, wenn er das irgendwie hinbiegen könnte, dann mache ich das natürlich. Und er hat sich dann auch sehr bemüht, hat dann das irgendwie, keine Ahnung, wie das da funktioniert, das weißt du wahrscheinlich besser, den Pass da von oben runtergeholt. Und schnell, ich bin dann irgendwann mal samstags bei 30 Grad nach Neugersdorf gefahren, habe da völlig unfit im zentralen Mittelfeld 60 Minuten gespielt und dann habe ich gesagt, ich muss raus, weil dann geht nichts mehr. Was war das für Liga zu dem Zeitpunkt? Das war Landesliga, genau. Also doch schon anspruchsvoll, ja? Ja, und dann, sage ich mal, war ich mit meinem Studium fertig und habe wieder so ein klein wenig Blut geleckt. War natürlich klar, dass ich nicht mehr jeden Tag trainieren kann, aber so zwei, dreimal die Woche war eigentlich ganz gut. Dann bin ich zum Stadtverein Fortuna Chemnitz gewechselt, weil da auch viele meiner Freunde waren. Der Präsident wollte damals unbedingt aufsteigen, habe ich gesagt, okay, ich mache das, komm zu euch. Bin dann ein Jahr später mit denen halt in die Oberliga aufgestiegen. Dann wären wir ja fast noch in die Regionalliga aufgestiegen. Da sind wir ja am letzten Spieltag an Lok Leipzig gescheitert und dann auch in der Relegation. Was dann eigentlich schon Wahnsinn war, weil wir haben da auch zwei, dreimal die Woche trainiert und haben da eigentlich in der Oberliga eine ganz gute Rolle gespielt. Und wären fast in die Regionalliga aufgestiegen und ja, ich für mich selber habe mir dann halt immer so ein bisschen meine Ziele gesteckt. Wo kannst du noch hingehen? Und dann war natürlich ein Ziel zum Beispiel, okay, ich will jetzt nochmal Regionalliga spielen. Und dann hatte ich auf einmal 4, 5 Vereine, die mich verpflichten wollten. Wieso Lok? Wieso bist du zur Lok gegangen? Ja, ich habe mich dann ganz einfach auch für Lok entschieden, wegen Leipzig, ne, wegen der Stadt, weil gerade von meinem Beruf, wie gesagt, ich bin Versicherungsmakler, ich berate Fußballprofis in Versicherungsangelegenheiten. Das heißt also, ich bin relativ viel unterwegs. Ich fahre 40.000, 50.000 Kilometer im Jahr. Ne, von Hamburg nach, keine Ahnung wohin, nach München, überall. Deswegen ist es auch irgendwo ein bisschen Stress dann halt auch mit, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Vor allem gerade am Wochenende, wenn du unter der Woche unterwegs bist, dann Samstag oder Sonntag noch Fußball spielen, noch trainieren, das ist ja schon... Genau, ne? Ja, am Wochenende vielleicht nicht, aber dann... Musst du halt auch immer mal schauen, wenn du jetzt gerade, wenn ich in Nürnberg bin und dann fahre ich zurück, dann stehe ich im Stau und dann bin ich eigentlich auch froh, dass ich so einen Trainer habe, der das auch mit versteht und die Jungs in der Mannschaft verstehen das auch, wenn ich anrufe und sage, hier, ich bin oder ich stehe im Stau, ich kann jetzt nicht zum Training kommen. Ja, das ist der Nachteil daran, aber trotz all dem kriege ich, denke ich, alles relativ gut unter einen Hut. Christian? Wie bekommt man da die Fußballprofis, die man beraten kann? Ist das irgendwie über so eine Spieleragentur oder... Ich mache das mit in der GmbH, die macht das schon seit über 20 Jahren. Da habe ich damals, wo ich mit meinem Studium fertig war, habe ich einen der Geschäftsführer angerufen, mit dem habe ich mich damals getroffen. Wir sind ganz gut miteinander klargekommen und da bestehen natürlich relativ gute Kontakte zu Vereinen, zu Managern, zu Spieleragenturen, Beratern, wo man natürlich dann auch Empfehlungen bekommt und so funktioniert das dann eigentlich. Wie heißt die Firma? Du kannst sie ruhig nennen. Also wir DK können... Sportler beraten Sportler. Na, siehst du, jetzt haben wir das auch schon mal genannt. Wie sehen Sie das, Herr Oberholz, wenn er gerade erzählt, eigentlich mit 23 Jahren aufgehört, Fußball zu spielen, wollte seine Schuhe quasi an den Nagel hängen. Jetzt spielt er nochmal hier Oberliga, letztes Jahr Regionalliga auch gut, viele wichtige Tore geschossen. Was denkt man da so als Verantwortliche, gerade für so einen Verband? Ja, das ist erstmal verwunderlich. Das ist ja nicht üblich, dass man mit 23 schon... sich wirklich mit dem Gedanken trägt, komplett aufzuhören, beruflich. Da hat man ja immer noch Flausen im Kopf und sagt, da will ich noch was erreichen, denke ich. Ja. Das ist nicht üblich an sich. Und wenn man aber sich dann offenbar jetzt bekehren lässt oder einen anderen Weg einschlägt und dann nochmal angreift, das finde ich schon sensationell, finde ich toll. Wie finden Sie das, wenn darüber, es war so ein kleines bisschen, kam ein kleines bisschen angeklungen, auch in diesen Interviews und in diesen Stimmen, wenn ein älterer Spieler, also 31, 32, bist du ja mittlerweile schon für die alte Herren jetzt gut, da wird ja auch mal viel darüber diskutiert. Wie sehen Sie das eigentlich, so einen erfahrenen Spieler in der Mannschaft zu haben, bei so vielen Jungen? Ja gut, ich sehe das ja
Sie haben es ja einleitend gesagt, ich mache ja viel Sportrecht in den verschiedenen Gerichten in Deutschland. Und ich habe ja häufig im Sportrecht mit älteren Spielern zu tun. Ja? Weil das sind dann halt Spielerverteidiger, die ein bisschen älter sind und dadurch auch durch ihr Alter ein bisschen langsamer sind und dann teilweise nicht mehr den Ball, sondern den Fuß des Gegners treffen und dann halt vom Platz gestellt werden. Und deswegen habe ich halt häufig mit diesen älteren Spielern zu tun, aber ich finde das im Grunde genommen ist es ja eine normale Geschichte. Ja. Ich meine, was soll's, die Spieler werden immer älter und oder beziehungsweise viele werden immer älter. Gut, in höheren Klassen natürlich nicht, ne? Aber in den unteren Klassen, die älteren Spieler gehen dann immer weiter runter. Geht ja gar nicht anders, ne? Christian, wie siehst du das? Genau, also sozusagen die älteren Spieler haben es in der ersten und zweiten Liga richtig schwer, die gehen dann in die dritte, vierte, fünfte Liga. Das ist schon ein wahnsinniger Jugendwahn. Also ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren war mal Michael Ballack der Älteste, da hatte ich mich auch zuerst gewundert, da hatte ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. War, glaube ich, irgendwie 34 oder so, als er da in Leverkusen gespielt hat. Es ist schon ein ganz, ganz schöner Jugendwahn, der da entsteht. Also, aber es geht ja nicht. Jetzt mal bewusst so ein bisschen negativ auch. Aber es geht ja nicht, es kann ja nicht immer nur weiter nach unten gehen. Also, ich meine, die können ja nicht mit 10 Jahren dann Bundesliga spielen. Das geht ja nicht. Ne? Also. Richtig, aber da fängt natürlich auch der Kampf um die Stars, der fängt natürlich dann auch schon an in den Jugendzentren. Die Bayern haben jetzt gerade so 19-Jährigen oder so einen 18-Jährigen von Gladbach mit relativ viel Tohuwabohu geholt. Also das ist, ja, richtig schön ist das alles nicht unbedingt immer. Aber warum? Ist doch nicht verwerflich, wenn ein junger Spieler mit 18 Jahren Bundesliga spielt. Ja, wenn er den spielt. Vielleicht hat er sich auch verwechselt und die Karriere geht den Bach runter. Ja gut, das kann man ja nie sagen, wo eine Karriere hingeht. Da sind Wechsel, da sind Verletzungen, das kommt mit dazu. Und früher bei mir war es auch, wo ich damals 2001 in die erste Mannschaft in Chemnitz gekommen bin, da war ich auch der Jüngste, da kam vorher irgendwann mal Ballack, dann kam noch Tetzner Ullmann, dann kam Per Kluge, und irgendwann kam ich und dann saß ich halt auch mit den ganzen alten Hasen da, mit Rainer Krieg und die da alle da gespielt haben, dann da, die kannst du alle nur aus dem Fernsehen, ja, die waren 35, 36, Ralf Hauptmann und die da alle gespielt haben. Und dann warst du halt mit dabei und das hat sich dann halt irgendwann geändert und dann wurden es immer mehr junge Leute, was ich aber jetzt hier nicht als schlimm ansehe. Nee, und ich finde einfach, dass das Problem sozusagen, dass zu viele Spieler mit 18, 19 zu den falschen Vereinen gehen. Und da habe ich das Gefühl, dass da wirklich so ein bisschen so ein Jugendwahn ist. Du hast dann so den einen oder anderen Verein, da sagst du dann so, da gehst du dann schnell hin. Ich bin halt auch mal gespannt, wie es bei RB Leipzig ist. Die haben auch sehr, sehr viele Junge. Da ist so mein Gefühl, dass ich sozusagen, wenn ich da Berater wäre, dann würde ich dem anderen Spieler schon sagen, spiel lieber noch bei deinem alten Verein, wo du auch spielst. Wir haben uns heute noch über den Nationalspieler Ginter unterhalten, der jetzt zum Borussia Dortmund gegangen ist, der gegen Freiburg auf der Bank gesessen hat, der mittlerweile 3 absolute Stars vor sich hat. Ja, wo du dann auch sagst, warum wechselt der jetzt nach Dortmund, um auf der Ersatzbank zu sitzen? Also da finde ich sozusagen, entwickelst du dich ja nicht weiter. Ja? Da finde ich sozusagen, so ein bisschen Geduld sollte da einfach dann auch da sein. Auch wenn natürlich in dem Moment natürlich, vielleicht, du verdienst natürlich dann das Doppelte, das Dreifache. Aber mir ist das ein bisschen zu viel. Da muss man halt immer schauen. Man muss halt auch in der heutigen Zeit aber auch sehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich spiele jetzt bei meinem Verein X, bin 20, bleib da noch 3 Jahre, dann bin ich 23, dann bin ich zu alt. Wer wechselt denn heutzutage noch mit 23 in die Bundesliga oder mit 24, 25? Schlimm genug. Schade eigentlich. Ja, aber das ist Wahnsinn. Ist nun mal heutzutage so. Ne? Da musst du dich halt, und das Argument, ja, bleibt man noch lieber ein bisschen hier, da sitzt er vielleicht auf der Bank, aber er entwickelt sich schon weiter und dann irgendwann wird er auch spielen. Und gerade ein junger Spieler, wenn er mit den Profis zusammenspielt, ist das was anderes, wenn er vielleicht jetzt in der dritten Liga deiner Mannschaft ist, als wenn er in der ersten Liga mit Profis zusammenspielt. Da findet auch eine Entwicklung statt. Die trainieren aber ja dann auch schon, sagen wir mal so, die Vereine sind ja dann schon auch so, dass sie dann sagen, du trainierst natürlich auch mit, du kommst dann auch mit ins Trainingslager und so. Aber ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass es da zuweilen ein bisschen zu kurzsichtig geguckt wird. Herr Oberholz, Sie wollten schon noch was sagen. Ja. Nee, das betrifft den Amateurbereich, für den ich ja in meiner Funktion in Sachsen ausstehe. Da muss ich natürlich auch, selbst wenn du als Fußballer älter wirst, musst du natürlich bei uns, also jetzt in den Verbänden, organisierten Spielbetrieben, keine Gedanken machen, dass du nicht mehr spielst. Wir haben ja, das passt ja zu dem Thema, wir haben ja in den letzten Jahren auch eine wahnsinnige Zunahme dieser Ü-Mannschaften. Teilweise sind wir bei Ü60 jetzt schon angelangt.
wo wir wirklich einen sehr hohen Zulauf haben. Also von daher, was oben wegfällt, Jugendwahn, wie auch immer, das wird aber unten aufgefangen, sodass dann alle, so im Amateurbereich jedenfalls, immer noch munter weiterspielen können, bis sie den Löffel abgeben. Ne? Christian, du hattest gerade RB angesprochen, die ja auch eine sehr junge Mannschaft haben und die haben natürlich am Wochenende auch gespielt und zwar 3-1 gewonnen gegen einen Bundesliga-Absteiger. 3-1 für RB, das ist ein guter Marsch. Christian, hast du da noch ein paar Statistiken mitbekommen so am Wochenende? Ja, das hätte auch 2-2 ausgehen können, wenn wir auf die Details gucken. 5-5 Ecken, 51-49%, was Zweikämpfe angeht, Torschüsse 13-10, also Flanken 8-6, das war schon eine relativ ausgeglichene Sache und hinten raus, ja, hätte es auch unentschieden ausgehen können. Mhm. Also das ist ja wirklich so. Hast du es geguckt? Ich habe es nicht gesehen, nee. Mhm. Auch nicht, leider. Mhm. Aber gehst du zu RB oder guckst du RB-Spiele an, sagen wir so rum, wenn du Zeit hast? Wenn ich Zeit habe, bin ich auch ab und zu im Stadion, ja. Aha. Okay, wir hatten den Kapitän da, der gesagt hat, nö, ich gehe da nicht hin, aber ist ja nicht schlimm, das ist ja in Ordnung. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich gehe auch so, wenn ich Zeit habe, ja. Ich muss natürlich immer aufpassen, dass ich nicht zu oft da bin. Auch das ist wieder die Nähe zu einem Verein, ist ja für meinen Job als Sportrichter eher schädlich dann manchmal. Deswegen muss ich gehe ab und zu so zu ausgesuchten Spielen gehe ich mal hin, aber auch dann, um mal mit den Vereinsverantwortlichen was zu besprechen, irgendwelche Dinge, die wichtig sind. Ja. Mhm. Wie siehst du das? Also generell, du wolltest gerade noch was sagen. Ich habe gerade das Gefühl gehabt, du willst noch was sagen. Nein, aber ich habe, wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Für mich ist das auf der einen Seite auch so, dass ich da viele Leute treffe. Jetzt gerade vor 2 oder 3 Wochen haben sie gegen Aue gespielt, da kenne ich auch den einen oder anderen oder wenn Karlsruhe hier spielt, dann kann ich mich auch mal vorher mit dem Spieler aus Karlsruhe treffen, dann muss ich jetzt extra nach Karlsruhe fahren. Also hat dies auch für mich irgendwelche Vorteile, auch im Job und ein Zweitligaspiel zu sehen, ist natürlich auch nicht verkehrt. Und wenn ich Zeit habe, warum soll ich nicht machen? Wie siehst du die momentane Entwicklung von RB? War das zu erwarten, dass die so abmarschieren? Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon gedacht, dass sie auf jeden Fall oben mitspielen. Man muss halt sehen, es ist alles höchst professionell, wie sie arbeiten, was sie machen. Und von daher denke ich, ist es nicht so überraschend, dass sie davon mit dabei sind. Mhm. Tut das auch dem Sächsischen Fußballverband gut, dass RB so steht, wie sie stehen? Ja, absolut, das ist für uns schon eine absolute Wohltat, dass dieser Verein 2009 hier aufgeschlagen ist und halt jetzt Liga für Liga weiter hochkommt und letztendlich ja schon zweite Liga spielt. Irgendwann mit Sicherheit, wann auch immer in der Bundesliga spielt, ist natürlich für uns als Verband auch ein Aushängeschild, ist vollkommen klar. Aber da gab es ja so eine Problematik jetzt gerade im Sommer, da haben wir auch drüber gesprochen, gemeinsam mit Heiko Weber hier im Gespräch, da ging es ja um diese Logo-Diskussion und wie haben Sie das so erlebt? Ja, die Logo-Diskussion, das war eine Scheindiskussion, ja, also die Diskussion begann an sich schon 2009, ja, also das ist eine uralte Geschichte, die dann irgendwie durch die Journalie wieder aufgewärmt worden ist, das war auch, sagen wir mal, eine Geschichte von der DFL, die jetzt nochmal irgendwas, überprüfen mussten, um halt letztendlich, diesen öffentlichen Widerständen gegen einen solchen Verein, der vielfach immer noch besteht in der Fußballlandschaft, um da so ein bisschen dem Rechnung zu tragen im Endeffekt. Aber diese Frage des Logos, das war schon damals im DFB schon Gespräch, auch unter Einbeziehung unseres Verbandes, wo man gesagt hat, was ist denn das? Ist das ein Werbesymbol, was möglicherweise schädlich ist für die Zulassung eines solchen Vereins? Und das ist damals schon hinreichend besprochen worden. Also, ich habe da nicht so viel drauf gegeben, als es wieder in die öffentliche Diskussion kam. Christian war ja da sehr findig und du hast ja dann hier mit Braunschweig, weil wir gerade Braunschweig da hatten, angesprochen mit Jägermeister und so weiter und so fort. Also mittlerweile ist es ja beendet und die können ja auch spielen in der zweiten Bundesliga, das ist ja schon mal super. Aber jetzt wird ja schon so ein bisschen diskutiert, man hat ja jetzt das Logo genommen vom FC Salzburg als Vorlage sozusagen. Jetzt wird ja auch schon so ein bisschen darüber diskutiert, ich habe heute jetzt wieder gelesen, sozusagen, wenn es wirklich mal nach Europa geht, dass das ja sich mit Salzburg dann beißt. Sozusagen der FC Salzburg, wie er ja offiziell heißt, in der Europa League und RB Leipzig, können die beiden da, so wie sie jetzt gerade konstruiert sind, können die da nebeneinander spielen? Oder? Sicherlich nicht mit der Führungsstruktur. Ja. Also du musst schon eine personelle Unterschiedlichkeit in Geschäftsführungsbereichen beziehungsweise in Sportdirektorenbereichen haben, um da halt nicht irgendwelche Mauscheleien dann zu befürworten, anzufordern. Und das wird sicherlich so, wie es jetzt ist, nicht gehen, dass beide so in einer höheren Liga spielen. Ja?
Ja, da habe ich dann auch gleich die nächste Frage. Man hat ja jetzt so zwei Spieler verpflichtet. Offiziell hat Leipzig die geholt, die wurden dann aber gleich wieder nach Salzburg verliehen. Wie sieht denn der Verband das? Das ist ja sozusagen rechtlich okay zunächst mal, aber sorgt auch für sehr, sehr viel Kritik. Man regt jetzt auch an, da die Statuten zu ändern. Ob das möglich ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Wie sieht das der Verband? War das sehr glücklich von Red Bull? Da haben wir als Verband im Prinzip keine Meinung. Das sollen die Vereine so machen, wie sie wollen. Also da ist jetzt für uns ist da kein Ansatz, um da zu sagen, dass das ist jetzt irgendwie aus unserer Hat Sicht... Hat das nicht so ein Geschmäckle? Nö. Okay. Also das heißt, RB wird weiterhin spielen und es wird hoffentlich keine neue Diskussion geben, damit wir dann auch hier uns über Fußball unterhalten können und eben nicht über solche Dinge, die ja wirklich nur mit Satzungen und so ein Thema zu tun haben. Aber RB hat ja momentan noch ein anderes Problem. Glücklicherweise ist es hier nicht zum Tragen gekommen, aber wir haben viele Verletzte. Jetzt irgendwie an der Zahl vom Wochenende waren es 7. Du bist verletzt, es gibt noch die einigen anderen Verletzten und dazu haben wir uns Göran Wild eingeladen und mit dem sprechen wir gleich. Ja, wie angekündigt, liebe Zuschauer, neben mir sitzt jetzt Dr. Göran Wild. Schön, dass Sie es geschafft haben am heutigen Abend. Ist eigentlich Ihr OP-Tag am Montag, oder? Dienstag. Ja. Ah, okay. Gut, aber es ist auf jeden Fall schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Wir haben es gerade besprochen in der Runde. Es gibt momentan viele Verletzte bei RB Leipzig, bei Lok und bei anderen Klassen. Woran liegt das? Woran könnte das liegen? Liegt das an der Jahreszeit vielleicht? Nein, ich denke, zwei Hauptgründe sehe ich da. Zum einen ist natürlich die Belastung viel, viel höher geworden. Da rede ich jetzt nicht von der Belastung übers Jahr gesehen, also die viel zitierten englischen Wochen oder die Doppel- und Dreifachbelastung, sondern es ist die Belastung, denke ich, im Spiel. Na, also wenn man jetzt, sage ich mal, den Sportler oder den Fußballer mal mit dem Pkw vergleicht, der 300 km/h fahren kann, dann sind Beckenbauer und Freunde damals mit 120 km/h gefahren und sind Weltmeister geworden. Und wenn ich mir heute die Spieler angucke, die europäischen Spitzenvereine, Dortmund, Bayern München, jetzt auch Leverkusen, seitdem der Roger Schmidt dort ist, oder auch Leipzig, wenn sie gut drauf sind, dann sind das natürlich extrem hohe Belastungen. Da kann man schon sagen, die fahren permanent mit 280 km/h über den Rasen. Und da komme ich dann natürlich an Grenzen langsam. Wir haben jahrelang alles dafür getan, diese Grenzen auszuloten, also die Leistung zu steigern mit hochwissenschaftlichen Trainingsmethoden, haben auf der anderen Seite natürlich auch Dinge dafür getan, dass die Strukturen auch geschützt werden, also produktives Training, prophylaktisches Training, aber irgendwann sind die Grenzen einfach erreicht, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und so wie man sagen kann, dass sicherlich nie ein Mensch 9,3 Sekunden auf 100 Meter rennen wird, so wird auch nie irgendein Fußballer 20 Kilometer innerhalb eines Spiels rennen. Das heißt, wir kommen an die natürlichen Grenzen. Und wenn ich natürlich mit meinem Pkw permanent Vollgas fahre, muss ich oft in die Werkstatt. Und wenn ein Fußballer permanent an seinen körperlichen Grenzen spielt, dann sind die Verletzungen auch deutlich höher. Mhm. Und man sieht es auch, dass es nicht so die klassischen Fußballverletzungen sind, die akuten Verletzungen, sondern dass es Überlastungsprobleme Ja, man hört oft so also mittlerweile muskuläre genau. Verletzungen. Das sind sehr viele Spieler, die das oft haben, muskuläre Verletzungen. Beim Steve hat es ja mit dem Knie zu tun, das ist ja so die Belastung. Also das hört man sehr oft, ja. Ja, das sind also gerade auch jetzt bei RB Leipzig, da haben wir jetzt den Fabian Franke. Ich kann mich aus meiner Zeit an den Kocin erinnern, die monatelang mit Achillessehnenproblemen zu tun hatten. Oder jetzt der Rebic, aus meiner Zeit war es damals der Lagerblom, die monatelang mit Entzündung der Fersensehne zu tun hatten. Schweinsteiger, der seit einem Jahr mit seiner Patellasehnenreizung zu tun hatte. Und da tippen ja viele, dass er vielleicht gar nicht mehr spielt, obwohl er jetzt ein Nationalmannschaftskapitän geworden ist. Oder Gündogan, der Rückenprobleme hat. Das sind ja alles nicht keine akuten Kreuzbandverletzungen oder Knochenbrüche, sondern das sind ja Überlastungsprobleme, wo der Körper dann irgendwann einfach sagt, jetzt ist mal Schluss, jetzt geht es nicht weiter. Und das nimmt zu und damit müssen sich die Mannschaften auseinandersetzen. Und das zweite Problem, was ich sehe, ist natürlich auch, dass die Spieler und damit auch die Verletzungen gar nicht die Zeit bekommen, ordentlich auszuheilen. Ja, also es sind viele Gründe, die dazu führen, dass die Spieler immer früher wieder zurück müssen. Zum einen, weil natürlich auch in den oberen Klassen Geld verdient werden muss mit den Spielern.
ein Spieler, der auf der Tribüne sitzt und keine Tore schießt, da werden keine Trikots verkauft. Ja, es geht um Millionen, ne? Und die, eben. Und teilweise sind sie auch dann vermeintlich wichtige Spieler. Und da wird immer mehr Druck aufgebaut. Und oft sind es ja gar nicht die Mannschaftsärzte oder die medizinischen Abteilungen, die entscheiden, wann ein Spieler zurückkommt, sondern der Trainer, das Management. Und da ist natürlich wenig Zeit, dass die Verletzung auch nicht aushalten kann. Es ist manchmal zu früh wahrscheinlich, ja, dann, oder bei vielen dann zu früh, ja. Also bei Lok Leipzig zum Beispiel hat Brinza und Brumme, ich habe mir es aufgeschrieben, die leiden unter einem Knochenmarködem. Hat das damit auch was zu tun? Ja, also Knochenmarködem entsteht, wenn einfach immer wieder häufige Belastung auf den Knochen kommen. Also wenn Knochen auf Knochen stößt und das in großen Abfolgen oder permanent, dann entwickelt sich unterhalb der Knochenkante eine kleine Flüssigkeitsansammlung und das ist ein eindeutiges Überlastungssymptom, diese Knochenmark, die man immer häufiger sieht. Auch. Sie betreuen auch viele andere Vereine im Fußballbereich, glaube ich, Arminia Bielefeld, hier, wenn Sie im Osten sind, ne? Nicht mehr, also bis letztes Jahr, ja. Genau. Und, aber Sie machen ja auch nicht nur Fußball, sondern auch Handball, natürlich auch Regionalliga Frauen, Basketball hier in Leipzig, genau. Zweite Bundesliga. Haben die denn auch die gleichen Probleme? Zunehmend, ja. Also es ist, Fußball kommt jetzt in diese Bereiche, wo also das Leistungsniveau ausgeschöpft ist. Aus der Leichtathletik kennen wir das schon länger, aber die anderen Sportarten kommen auch langsam dahin. Also es wird immer professioneller trainiert, auch im Handball, im Tennis, im Basketball, also die kommen auch langsam dorthin, wo das auch zunehmend auftritt. Ja. Mhm, also es ist keine typische Fußballverletzung oder Fußballproblematik, sondern eben wirklich der Leistungssport an sich. Genau. Sie waren früher, Sie haben es schon angesprochen, früher auch bei AB Mannschaftsarzt, bis 2012 glaube ich. Ja. Ja, bis 2012, jetzt ist es der Dr. Striegler. Kommt denn noch AB-Spieler auch zu Ihnen? Nein, gar nicht. Nö. Das ist ja auch nicht gewollt, das muss ja auch nicht sein. Ist ja alles vor Ort da. Das, also bei Mediplus haben Sie auch viel zu tun. Das sind, glaube ich, 12 Vereine oder sowas, die Sie betreuen. Genau. Ne? Also in jedem Fall viel zu tun. Ja, vielen Dank, Dr. Wild, dass Sie uns so viel Aufschlussreiches erzählen konnten. Danke auch für Ihre Zeit und vielleicht sehen wir uns ja bald mal wieder. Herzlichen Dank. Bitte. Ja, also wir als Trainer zu Hause sagen ja dann immer, Mensch, ins Kinders, wenn sich da so ein Spieler hat, hat so ein bisschen was am Bein, naja, ist halt nicht richtig trainiert. Wir haben es jetzt gerade gehört, ist natürlich viel eigentlich zu viel trainiert. Wie siehst du das selber? Liegt das bei dir auch so ein bisschen dran, mit deinem Knie zu viel trainiert? Also bei mir nicht. Da ist ja jetzt schon so viel damals gewesen, wo die Gründe drin liegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei Lok zu viel trainieren. Deswegen trifft es, denke ich, auf Lok jetzt nicht unbedingt zu. Ne? Aber bei den Profivereinen ist es natürlich so. Ja. Man sieht es natürlich so, die Spieler rennen, wie es der Doktor schon gesagt hat, immer mehr Kilometer und bringen immer bessere Leistungen oder müssen bessere Leistungen bringen. Und deswegen stimmt das. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Herr Oberholz, Sie müssen auch viele Leistungen bringen. Sie müssen nicht nur am grünen Tisch irgendwelche Spiele entscheiden oder Spielersperren. Sie müssen sich ja auch um Spiellizenzen kümmern, das haben wir ja vorhin schon mitbekommen und so weiter. Ich habe mir da mal was aufgeschrieben, da gab es jetzt auch eine Diskussion in der Vergangenheit, in Leipzig ist nach wie vor noch so, im Moment FC International. Das war so ein Thema, die sind neu nach Leipzig gekommen quasi, wollen hier einen Verein aufbauen oder haben einen Verein aufgebaut, haben jetzt die Lizenz. Wie funktioniert das? Ja, das ist verwunderlich, dass das Thema so eine Bedeutung überhaupt erlangt hat. Und das ist uns auch vom Verband natürlich entgegengeprallt, medial und von vielen anderen Vereinen, die da offenbar irgendwie was Schlimmes und was Böses befürchten. Ja, Chemnitz hat ja geklagt und so ein Krams, ne? Fortuna Chemnitz, ja. Ja. Ja, die haben Beschwerde gegen diese Einstufung dieses Vereins in die Landesliga bei uns eingelegt. Wobei, ich muss ja mal ganz klar so sagen, das ist ein völlig normaler Vorgang, wie er in Deutschland wahrscheinlich zigfach jede Saison vorkommt. Ja, das ist also so, dass zwei Vereine, die überlegen sich, dass sie sich zusammenschließen wollen. Und das war der Verein SV See, der damals in der Landesliga gespielt hat und jetzt der neu gegründete Verein FC International Leipzig. Und die tun sich zusammen und dann kommen die zu uns, die Vereine, und sagen, pass mal auf, wo können wir denn jetzt spielen, in welcher Liga, nachdem wir uns zusammengeschlossen haben. Ja, und dann haben wir gewisse Voraussetzungen, unter denen wir sagen, pass mal auf, ihr könnt in der gleichen Liga spielen, wo vorher einer der beteiligten Vereine war. Voraussetzung, es müssen eine gewisse Anzahl von Spielern, die dieses Spielrecht auch erstritten haben,
jetzt auch wieder neu antreten zur neuen Saison. Und genauso war es in dem Fall. Jedenfalls haben wir entsprechende Listen vorgelegt bekommen, wo sich die Spieler des Vereins See verpflichtet haben, künftig für diesen Verein in der Landesliga zu spielen. Ja? Und dann haben wir gar kein großes Ermessen mehr. Dann müssen wir quasi, wenn wir das alles durchgeprüft haben, sagen, okay, jetzt spielt dieser Verein halt auf die ehemalige Lizenz, in Anführungsstrichen, dieses alten Vereins SVC. Das Thema ist nur, warum es so hohe Wellen geschlagen hat, ist, weil es halt seit längerer Zeit erstmalig wieder ein Zusammenschluss von Vereinen gewesen ist, die aus verschiedenen Landesverbänden kommen in Sachsen. Ja. Also so eine quasi so eine überregionale Fusion, wie man so nennt. Ja, die sind ja irgendwie an der Grenze unten, ne? Richtung Tschechoslowakei. Richtung Görlitz in diese Ecke, ja, also ziemlich weit im Osten. Ja. Habt ihr da beim MDR auch so einen Berührungspunkt oder ist das eigentlich eher nur so lokal? Dieses Thema. Der Name fiel auch, also da hatte man auch schon gemerkt, dass das jetzt so keine ganz normale Geschichte war, aber im Endeffekt war es dann tatsächlich für uns kein wirkliches Thema, weil es dann doch zu lokal war. Ja, und das ist, wenn man da auch immer hört, das hörte man in der Zeitung, da liest man ein Bild vor allen Dingen, ja, hier FC International erkauft sich Spielrecht. Ja. Das mag alles sein. Ja, interessiert uns als Verband aber nicht, was unsere Entscheidung anbelangt, diesen Verein, diesen neuen Verein nach Fusion irgendwo einzustufen. Weil Vereine haben das Recht, sich zusammenzuschließen, wie sie wollen, mit welchem Verein auch immer. Ja. Wir müssen nur darüber entscheiden, was passiert jetzt mit dem Spielrecht, was einer der beteiligten Vereine mal hatte. Kann das der neue Verein, der neue vorgehende Verein aus so einer Fusion wahrnehmen oder nicht? Das ist alles, ja. Also was da wirtschaftlich im Hintergrund läuft, interessiert uns als Verband überhaupt nicht. Haben wir nichts mit zu tun, ist allein Sache der Vereine und die sind insoweit auch geschützt in ihren Entscheidungen. Da können wir gar nicht eingreifen. Steve, hast du das mitbekommen oder ist es eher, blendest du eher sowas aus, solche Dinge? Ich habe es natürlich mitbekommen, dass es einen neuen Verein gibt. Also bekommt man natürlich mit. Das sind, glaube ich, auch ein paar Spieler von uns. Hingewechselt, ich kenne den Trainer auch und Hanna Backhaus hat ja auch schon bei Lok Leipzig gespielt. Ja, genau. Aber ich beschäftige mich jetzt nicht damit oder weiß jetzt, okay, was gibt es da für Probleme oder wie ist das zustande gekommen? Also da kann ich nichts zu sagen. Ne? Na, da spricht man halt eben über die Stadt und wir schauen einfach mal, wir beobachten mal, wie sich die Entwicklung, wie die Entwicklung vorangeht. Herr Oberholz, aber fast hätten Sie heute gar nicht kommen können, weil es gab eine ganz wichtige, sagen wir, Sitzung heute in Abnaundorf. Um was ging es denn da genau? Ja gut, ich hatte noch genug Zeit, um herzukommen. Das hat alles noch ganz gut gepasst heute. Ja, das war ist nicht eine ganz besonders wichtige Sitzung. Das ist eine wichtige Sitzung von vielen anderen wichtigen Sitzungen auch, denn ich kümmere mich so ein bisschen auch im Sächsischen Fußballverband um, sagen wir mal, um so den Kampf gegen Diskriminierung, Rechtsextremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, auch um Gewaltprävention im Amateurfußball. Und da haben wir ja seit 2012, tun wir da sehr viel im Verband. Ja? Wir haben so eine Arbeitsgruppe gegründet, die halt versucht, vieles da anzuschieben. Und einer dieser Themen, das war heute auch den Termin, den wir heute Nachmittag hatten, da geht es halt auch um Gewaltprävention bei Spielen, möglicherweise im Leipziger Fußball, gerade bei konkreten Leipziger Vereinen, wo das häufiger mal auftaucht, dass man halt schon in unteren Klassen Spiele hat, die man tatsächlich dann schon mit Hundertschaften und Polizei absichern muss. Und das sind Dinge, die unschön sind, gerade wenn es auch in unteren Ligen geschieht. Ja? Und da müssen wir mal überlegen, dass wir da irgendwie konzeptionell dagegen wirken, dass wir irgendwas entwickeln, irgendwelche Maßnahmen ergreifen, wo wir da so Konflikte unter den Fangruppen dieser Vereine, dass wir die irgendwie lösen können oder im Ansatz versuchen können, da irgendwie das auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Nein, das kostet einen Haufen Geld, ist ja Wahnsinn. Christian, da gab es doch diese Diskussion für die oberen Vereine, also erste, zweite Bundesliga, dass die sich mit dem Geld da beteiligen sollen, ne? Genau, das war ja von Bremen. Ja, Bremen. Von Bremen angestoßen, dass die gesagt haben, die Profiklubs sollen sich an den Polizeikosten beteiligen. Daraufhin hat man ja in Bremen das Länderspiel entzogen. Ja, aber das ist auch im Prinzip, das ist ein breites Thema, worüber man sicherlich stundenlang diskutieren kann, aber dass die Beteiligung von Vereinen an Polizeieinsätzen ist natürlich vollkommen dummes Zeug, ja, muss man einfach mal ganz klar sagen, weil das Hauptargument oder eins der wesentlichen Argumente ist schon das, wenn man überlegt, was der deutsche Fußball an Steuergeldern zahlt jedes Jahr, das ist Wahnsinn, ja. Also, dass man da einen Verein auch mit ins Boot holen soll, ist also albern und im Übrigen hat die Innenministerkonferenz auch in den letzten Jahren immer wieder betont, dass man genau das nicht will, zumal da auch die rechtliche Handhabe und die Grundlage überhaupt noch vollkommen im Unklaren ist, ja. Und deswegen war das jetzt so ein Vorschuss von Bremen, ob die Reaktion des DFB, ob man das so jetzt unbedingt hätte anfassen müssen, dieses heiße Thema, weiß ich auch nicht so recht.
Aber Nordrhein-Westfalen macht es da absolut sinnvoller. Die sagen einfach, wir versuchen jetzt mal anders aufzuzäumen, das Problem, indem wir sagen, wir reduzieren einfach mal die Polizeikräfte bei Einsätzen, ja, um Anzeigen zu setzen. Ja. Das ist sicherlich der richtige Weg. Und in diese Richtung geht auch das, was wir heute da mit wichtigen Vertretern aus allen Bereichen besprochen haben. Es kostet natürlich Geld, Sie sagten es gerade richtig, aber wir haben da sehr gute Kooperationspartner, der Sächsische Fußballverband, für solche Aktionen, sodass die Finanzierung da eher das kein Hauptproblem sein dürfte. Ja. Liebe Zuschauer, Sie haben gehört, der Herr Oberholz hat gesagt, eigentlich müsste man dann viel länger drüber reden. Wenn Sie ein Thema haben, das Sie interessiert, dann schreiben Sie uns doch einfach unter info@nach-spielzeit.de oder gehen bei uns auf Facebook und schicken uns eine Nachricht. Dann werden wir natürlich Ihre Themen mitbehandeln in unserer Sendung in der Nachspielzeit. Und da sind wir auch schon in der letzten Runde. Ja, so schnell geht die Zeit vorbei. Ne? Wir haben eigentlich viel besprochen und eigentlich könnten wir noch viel mehr reden. Steve, im Februar wirst du 2015 wirst du 32. Ne? Ab wann hast du das Ziel, alte Herren zu spielen? Also wenn ich mal noch alte Herren spielen kann, dann ist ja alles gut. Nein, keine Ahnung. Wie gesagt, bei mir ist ja, gibt es ja eine gewisse Vorgeschichte, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich will jetzt bis 35 Fußball spielen. Deswegen muss ich immer schauen, wie es mir gesundheitlich natürlich geht, aber solange es Spaß macht, will ich auf jeden Fall noch ein bisschen kicken. Wo wird Lok stehen am Ende der Saison? Auf dem ersten Platz. Ersten Platz, wir haben es gehört. Herr Oberholz, wird es jetzt noch in der Spielzeit, also bis nächstes Jahr 2015, ein funktionierendes System geben, wo man im Pokalspiel erkennen kann, ob jemand gesperrt ist oder nicht? Ja, wie wir. Also normalerweise gibt es das ja schon. Wie gesagt, ab und zu sind mal technische Unzulänglichkeiten da, wo halt Sperre nicht nachgetragen werden. Das ist aber vollkommen normal. Wie gesagt, das System ist, wenn man jetzt die gesamten letzten Jahre mal sich anschaut, zurücklegen, dann ist das halt ein relativ neues System, was immer noch fehlerbehaftet ist. Irgendwann sicherlich wird es mal perfekt laufen, aber selbst das ist halt Technik, ja. Und wie sieht es für dich aus? Hast du noch ein letztes Wort für uns mitzugeben heute? Ein letztes Wort? Ich bin wortlos glücklich. Bist wortlos glücklich. In dem Sinne danke ich vielmals, liebe Zuschauer, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie heute wieder dabei waren. Es waren interessante Sachen dabei. Herzlichen Dank, Steve, dass du die Zeit gefunden hast bei deiner vielen Arbeit. Auch Herr Oberholz, dass Sie eben trotz dieser Aktion oder dieser Arbeit heute, die Sie hatten. Christian, Mensch, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und natürlich Dr. Wild, herzlichen Dank, dass Sie da waren bei uns. In dem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Danke natürlich auch, wie immer, dem Champions, dass wir hier heute wieder hier sein konnten und vielen anderen, die uns diese Möglichkeit geben, diese Sendung für Sie zu produzieren. Bis dann. Tschüss.